Nun, aber mir, ich weiß nicht, ob dieses Pferd wirklich so nützlich sein wird, wie ihr denkt. Wieso? Nun, zum einen ist es auf dem linken Auge blind. Und zum anderen hat es einen lahmen Fuß. Und dem fehlen auch ein paar Zähne, sehe ich gerade. Ja, Nee. der hier ist falsch. Diese Händlerin hat mich betrogen. Habt ihr denn nach einem Pferd gefragt, das auf beiden Augen sehen kann? Einen Muss man das wunderschönen guten dazu Tag, sagen? die Herren. Ich sehe, ihr habt gerade ein neues Pferd gekauft. Ich bin Brandeisen Hanno. Darf ich euch ein paar Brandeisen verkaufen, beziehungsweise euer eigenes Wappen in das Pferd einbrennen? Wir müssen erstmal klären, Ihr müsst was es doch ist da. schützen. Ich meine, nicht, dass euch irgendein Pferdedieb, ein dahergelaufener, dieses Pferd gleich wieder abnimmt, nur weil ihr es nicht habt schützen lassen. Ich kann euch hier ein paar Brandeisen Gutes herstellen. Ganz nach eigenem Wunsch, Argument. euer eigenes Wappen, ein paar Initialen. Fragt einfach nach Brandeisen, Hanno. Wir sollten erstmal zur Händlerin zurückgehen. Also sie hat mir ein kaputtes Pferd verkauft. Was für ein Zeichen hat dieses Pferd überhaupt? Ich schau mal nach. Irgendein, na gut, müsste man jetzt Heraldik würfeln, ne? Damit, aber habe ich auch noch nie gesehen. Kennt ihr das? Ja, so, das Zeichen kommt wohl aus Werheim. Irgendein Werheimer Adelsgeschlecht. Bist ja aber nicht ganz sicher, Ich welches. glaube, ich habe dieses Zeichen gestern erst gesehen, als wir die Karte gesehen haben. Erinnert ihr euch von... ich glaube, sie Von war bei den ganzen Truppen dabei. Aber ich kenne mich mit so gut mit euren Adelsgeschlechtern hier nicht aus. Nichtsdestotrotz ist es ein schlechtes Pferd, oder? Nun, habt ihr denn nach einem guten Pferd gefragt? Man muss nach einem guten Pferd fragen, wenn ich Und sage, ihr müsst im Endeffekt auch sagen, was ihr haben wollt. ich sagte, ich wollte ein ruhiges Pferd, was auch in der Schlacht bestehen könnte und nicht ein Pferd mit, das humpelt. Und ich denke, dieses Pferd hat schon einmal in der Schlacht bestanden. Kann man das kurieren, dieses Humpeln? Also Mal einen Seitenblick auf Kiaras, bevor ich jetzt den Mund aufmache. wenn ihr wollt, ich kann auch das alte Zeichen kann ich auch rüberbrennen, aber dann will ich einen kleinen Extras haben. Also. Oh, keinesfalls, keinesfalls. Ein Zeichen zu überbrennen ist eins der größten Verbrechen, die man machen kann. Oh, aber ich tue es trotzdem. Für ein kleines Ja, wenn Trinkgeld. wir damit erwischt werden, Ich dann werden wir als Pferdediebe bestraft. Guck Kann mal schon von hinter sein. dem Gaul auf. Ihr tut was? Ach so, ihr seid ein Mannstrahler, ne? Was habt ihr gesagt? Ich hab mich doch wohl verhört. Ich habe gesagt, dass ich euer Zeichen über das alte setze, also ein bisschen höher als das andere. Will ich auch gemeint haben. Ja, also drüber setzen. Nicht auf das Zeichen drauf, sondern da drüber. Kein Gerechtigkeitswahn. Also, Also erbe mir, ganz ich im Ernst, hoffe mir jetzt zu natürlich, ihr habt viel. auch die Papiere bekommen, dass ihr dieses Pferd wirklich Ja, erstanden habt. sicherlich. Hier, hol diesen Wisch halt raus. Ja, ist ein ordentlich aufgesetzter Vertrag mit Unterschriften drauf von Wigner Eiriksröder und Abelmir Jamorenes. Nun, ich weiß nicht, ob man etwas gegen das blinde Auge machen kann. Ich bin nicht so gut in der Heilkunde, als dass ich das bestimmen könnte. Das lahme Bein, nun, müsste man feststellen, ob es bereits so zusammengewachsen ist oder noch immer verletzt ist. Vielleicht kann man etwas im Tempel dagegen tun, dafür tun, oder ein Magier könnte sich das einmal genauer anschauen. Was Also, meint dass ihr? blinde Augen wieder geheilt werden, davon habe ich ja schon. Ich greife mir mal die Schläfe. Ist mir jedenfalls bekannt. Aber das Bein, Jaras, das Bein. Wenn man zur heiteren Göttin betet, wird sie sich wahrscheinlich erbarmen. Um eins ihrer wundervollen Tiere zu retten, wird sie keine Mühe scheuen.
gucke mal auf den Vertrag drauf, ob da was steht. Gesehen wie gekauft oder gekauft wie gesehen? Ja, also der Vertrag scheint wohl auf den ersten Blick wasserdicht zu sein. Die werden sich da abgesichert haben. Gab wohl ein Verkaufsgespräch, eine kleine Beratung und... Verdammt. Derweil könnt ihr erkennen, dass Isaon wohl an das kleine Mädchen herangetreten ist. Die steht gerade in der Mitte des Pferdemarktes, ziemlich regungslos, ist einfach stehen geblieben, taumelt so ein bisschen nach links und rechts, also zumindest schwankt sie ein bisschen mit dem Oberkörper hin und her und hat dann auch die Flasche mit dem, die schwarze Flasche mit dem weißen Inhalt, der da jetzt raus in den Matsch läuft, hat sie fallen gelassen. Ich berühre sie mal sachte an der Schulter, damit sie sich nicht erschreckt. Dorlin? Ja. Du, was trinkst denn du da? Vragis. Und was macht das mit dir? Das sorgt dafür, dass es mir besser geht. Warum geht's dir denn schlecht? Ich fange an zu zittern, wenn ich das nicht trinke. Und ich krieg Kopfschmerzen. Und wenn ich das trinke, geht's mir besser. Ah, das ist aber gar nicht gut. Also, dass dir schlecht geht. Und wie lange trinkst du das schon? Weiß ich nicht, seit ein paar Monaten. Und ging's dir davor besser? Ich weiß nicht mehr, warum ich damit angefangen habe. Ja. Das ist eigentlich nicht so gut für dich, weißt du? Ja, aber mir geht's danach doch besser. Ja, das verstehe ich, aber das ist ja nicht für immer, dass es dir besser geht. Dir geht's ja nur kurzfristig besser, ne? Ja, und dann trinke ich noch mehr. Und weil ich eine Tobrierin bin und wir zusammenhalten, kriege ich das günstiger als alle anderen. Also, dass wir zusammenhalten, da stimme ich dir zu. Was würde denn dich dazu bringen, dass du aufhörst, das zu trinken? Wenn ich kein Geld mehr habe. Okay, was ist, wenn ich dir Geld gebe und du hörst damit auf? Wenn ich Geld kriege, dann habe ich doch wieder was für Boronwein, oder nicht? Ja, schon, aber du sollst ja damit aufhören. Aber wenn ich Geld habe, habe ich doch gar keinen Grund, damit aufzuhören. Ja, eigentlich ja schon, weil auf die Dauer ist das ja nicht gut für dich. Was wünschst du dir denn da, dass du mal wirst? Wenn du erwachsen bist. Ritter. Wie alle Tobrier. Ich will ein Ritter werden. Na gut, aber ich kenne keinen tobrischen Ritter, der sowas trinkt. Ja, aber wenn ich das trinke, dann kann ich mich so fühlen wie ein Ritter. Dann sieht man das ja und dann... Hör mal zu, ich habe eine Idee für dich. Du weißt ja, dass hier bald das Turnier passiert, ne? Ja. Wenn du mir versprichst, dass du aufhörst, das zu trinken, dann nehme ich dich mit aufs Turnier und du kannst die ganzen Ritter gucken. Bin ich deine Pagin? Du bist mein Gast. Ich will aber eine Pagin sein, dann kann ich bald keine Knappin werden. Aber ich bin keine Ritterin, deswegen kannst du nicht meine Pagin sein. Aber du kannst ganz viele Pagen sehen und ganz viele Ritter. Vielleicht nimmt dich ja einer. Kennst du einen Ritter? Na klar. Kannst du mich denn vorstellen, damit ich Pagin werde? Ja, der nimmt dich aber nur, wenn du aufhörst, das zu trinken. Und ich krieg Geld von dir? Ja, wenn du wirklich aufhörst, das zu trinken, dann kriegst du auch ein bisschen Geld von mir. Aber nur, wenn ich eine Pagin werde. Na, dann kriegst du das ja von deinem Ritter. Na gut. Aber, jeden Tag, wo du keinen Boronwein trinkst, gebe ich dir 3 Heller. In Ordnung? Und ich nehme dich mit aufs Turnier. Okay. Sie setzt sich einfach in den Matsch neben die schwarze Flasche. Ich bin ein bisschen müde, okay? Ja, das kann ich verstehen. Turnier. Weißt du was? Ich hole dich beim Schmied ab. Ja, bei Eirik Brinn, ne? Genau. Okay. Aber ausgeschlafen sein und was Sauberes anziehen. Ja, sie legt sich dann jetzt auch mit dem Rücken zurück in den Matsch und macht die Augen zu.
kuschelt sich so ein bisschen, kuschelt sich so ein bisschen auf die Seite, damit sie da schön liegt und kannst die Flasche auskippen, weiße Flüssigkeit, also ein bisschen Zeh, die sich da ergießt und dann kannst du mal reintreten, damit sich dann dieser Saft dann da, damit er unrettbar verloren ist. Derweil die anderen, ja, beim Pferdehändler. Händlerin. Also so wie ich dieses Papier sehe, aber mir sieht das reichlich wasserdicht aus. Verdammt. Ich habe das Geld gegeben, ihr werdet sicherlich nicht wieder zurückgeben. Ja, könnt auch erkennen. Kann ich Rechtskunde würfeln, um da irgendwie ein Schlupfloch zu finden? Kannst du versuchen. Du kannst auch erkennen, dass und Wiener, also diese ziemlich hübsche junge Dame, da jetzt auch gerade mit, hat euch auch gesehen, ist wohl gerade dabei, ein paar Münzchen abzuzählen und dann nicht nur wenige, sondern eine ganze Menge. Ungefähr die Hälfte an dem Geld, das Abel mir jetzt gegeben hat, geht dann wohl gerade an ein paar Schläger, die dann nicken, abzählen und dann sich das einstecken und dann auch gehen. Also sie wird da wohl gerade selber ihre Abgaben zu leisten haben. Also Magister, so wie ich das sehe, zum einen kommt ihr aus dem Papier nicht raus, denn hier drin steht nichts von schlachtfähig, nur dass es ruhig ist. Zum anderen, ich nick mal den Schlägern hinterher, glaube ich, dass alles, was wir zurückholen könnten, gerade hinfortmarschiert ist. Außerdem bin ich sehr unwillig, dieses Tier hier wieder zurückzugeben. Nun ja, vielleicht können... Wir haben ja gesehen, was passiert mit Tieren, die nicht verkauft werden. Vielleicht kann der Raya-Tempel für dieses Pferd noch etwas tun. Und wenn nicht, werden sie sicherlich trotzdem sehr dankbar sein, dass ihr es, wie Chiara sagen würde, gerettet habt. Ich werde es gut pflegen. Es wird es gut bei mir haben. Nicht wahr? Streiche sie ein bisschen über die Gruppe. Erschreckt sich wieder ein bisschen. Vor allem auch, weil es seine Hand zu spät gesehen hat. Ganz ruhig. Nähert euch dem Pferd bitte von rechts, nicht von links. Ah, eine gute Idee. Ich werde versuchen, euch ein bisschen was beizubringen über, wie man mit Pferden umgehen muss. Aber dieses Pferd hier wird sehr viel Pflege brauchen, das müsst ihr euch klar sein. Ja, dieses Pferd wird es gut bei mir haben. Das war mein erstes Pferd übrigens. Wenn ihr nichtsdestotrotz vor nächstem Jahrhundert irgendwo ankommen wollt, hätten wir immer noch... Ihr wisst schon, welche Pferde. Nun ja, ich habe einen großen Stall. Und ich bin sicher... Ich habe nicht erzählt, wo ihr diese Pferde her habt. Sehr kurios. Es gibt Dinge, Karinor, die müsst ihr nicht wissen. Eine interessante Zucht auf jeden Fall. Wurde vom Raya geweihten in Piranha Furten für... sagen wir akzeptabel befunden. Ich kenne hervorragende Pferdezüchter, die sicherlich Interesse an diesen Pferden hätten. Sicherlich. Was ist so mit diesem wie nennt ihr das, Hufeisen? Brauchen Pferde so etwas? Ja. Magister Habemir, Pferde brauchen Hufeisen, damit sich ihre Hufen auf dem harten Untergrund nicht abnutzen. Es kommt ganz darauf an, wo man mit den Tieren unterwegs ist. Wenn man viel auf gepflasterten Straßen läuft, dann definitiv sollte man jedoch viel auf dem Land unterwegs sein, weniger. So wie ich das sehe, könntet ihr auch eine neue Satteldecke vertragen. Die hier ist ja total dreckig. Meint ihr, wir sollten zu diesem Schmied gehen, oder... Ist der Reihe-Tempel die bessere Wahl? Wir haben dem Schmied versichert, wir würden zwecks der Hufeisen bei ihm vorbeisehen. Ich denke, nach seinem Angebot können wir uns wohl anhören, oder? Ich denke nicht, dass ich zustimmen würde, dem Pferd jetzt schon Hufeisen zu geben, bevor man sich das Bein angeschaut hat. Das könnte mehr Schaden anrichten als alles andere. Nun gut, dann werde ich es am Zügel führen. Kommt! Sie so ein bisschen. Steht auf der rechten Seite. Ich blick mich mal nach Isarun. Genau. Ja, Isarun kommt dann auch zu euch. Na, da seid ihr. Habt ihr dem Kind den Wein abgenommen? Ja, das ist ja erschreckend, also. War es denn wirklich Buronwein? Ja. Ich hab's ausgekippt. Roch genauso, gleiche Konsistenz. Widerliches Zeug. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Das hat schon einen Grund, dass man ihn verboten hat. Der greift hier draußen wohl um sich.
Ja, es schien so. Also sie erwähnte, dass sie vor ein paar Monaten damit angefangen habe. In meiner Heimat ist das ein sehr lukratives Geschäft. In eurer Heimat ist doch die Sklaverei ein sehr lukratives Geschäft, Karina. Ja, das stimmt. Ja. Jedenfalls, ich finde nicht, dass man diese armen Kinder hier einfach damit allein lassen muss. Das ist ja erschreckend. Also sie kann ja wohl nicht die Einzige sein. Sie sagt, wann immer sie Geld hat, holt sie sich dieses Zeug und muss ja natürlich auch. Wer verkauft es denn? Ja, das weiß ich nicht. Hat sie herausbekommen? Nein, ach, die war völlig weggetreten. Ist ja auch kein Wunder. Hat sie irgendwelche anderen Besonderheiten gezeigt? Wie meint ihr? Nun, sehr zwanghaftes Verlangen nach mehr. Zittern in den Gliedmaßen. Das beschrieb sie zumindest. Ja, wenn sie es nicht nimmt, also sie wird abhängig sein. Eure Götter zum Gruße, Reisende. Denke ich, sie ist unrettbar. Freier zum Gruße. Ich darf mich vorstellen, ich bin Ulgrein von Praske. Ich habe gehört, ihr wollt einen Schmied aufsuchen, ja? Dann darf ich euch doch empfehlen. Leider nicht, nein. Ich darf euch doch empfehlen, meine Schmiede aufzusuchen. Nicht, dass ihr zu Alrik Brynn Rossberg geht. Das ist nämlich ein, ich würde sagen, kein sehr besonderer Schmied. Seine Waren sind minderwertig. Kommt doch zu mir. Gute topische Handwerkskunst. Gute topische Handwerkskunst. Aber wie gesagt, wir haben derzeit leider keine Verwendung für eure Dienste. Habt ihr eine Karte vielleicht? Eine Visitenkarte? Damit wir euch, wenn dieses Pferd genesen ist, euch wieder aufsuchen können. Ich guck Armin mir an, als hätte er gerade zum Namenlosen gebetet. Eine was? Eine was? Visitenkarte. Ein Pergamentstück etwa der Größe. Ich zeig mal so etwa die Größe von so einem Pergament, also eine Visitenkarte. Wir sind hier doch nicht mal im Madana-Viertel. Nein, fragt einfach nach Ulgrein von Praske. Die Leute werden mich schon kennen. Wie gesagt, es ist für euch fundamental wichtig, dass ihr nicht zu Eirik Brynn geht, weil er... Er ist, wie gesagt, kein guter Tobrier. Er ist schon seit 20 Jahren hier. Und dementsprechend gehört er gar nicht zu uns. Und man sieht das ja euch an, ne? Ihr mit eurem Wappen Spogelsen und dann ihr hier, der Herr Mannstrahler, da kennt man auch, dass ihr aus Tobrien kommt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommt ihr zu mir. Ist eine gute Idee. Sagt, wo können wir euch genau finden? Ja, hier am Viehmarkt. Ah, hier am Viehmarkt, ja. Und gut. Ich werde vielleicht auf euch zurückkommen. Ja, gerne. Wie gesagt, wenn ihr für das Pferd irgendwas braucht, auch wenn ihr irgendwelche Schwerter oder sowas braucht, dann kommt zu mir. Gut, gut. Sie stellt sich so ein bisschen demonstrativ in den Weg und schneidet euch damit dann auch zumindest den direkten Weg in Richtung Rossberg ab. Nun, wie gesagt, wir haben derzeit leider keinen Bedarf für eure Dienste. Sollte es nötig sein, werde ich ihn sicherlich zu euch schicken. Mir ist ja gar kein Problem, dann da drüben ist wieder das Gareta Tor und dann kommt ihr wieder zurück. Wie war euer Name gleich noch einmal? Ulgrein. Ulgrein. Praske. Ein sehr alter Name, nicht wahr? Ja. Sie sagt, ihr stammt aus Tobien. Ja. Aus welcher Gegend dieser lieblichen Gegend stammt ihr denn? Ja, aus Praske. Mann, aber mir, ihr könnt doch in Tobien nicht fragen, woher er kommt. Warum nicht? Weil die Orte, aus denen die meisten von uns kommen, nicht mehr existieren und ihr müsst uns nicht daran erinnern, meint ihr nicht? Nun ja. Verzeiht für diesen Fauxpas. Ja, genau. Wenn ich euch beleidigt habe. Nein, gar kein Problem. Nun, Jalan, habt ihr noch etwas zu erledigen in dieser... Ich denke nicht. Ich war eigentlich nur hier, um fest sicherzustellen, dass ihr euch nicht über den Tisch ziehen lasst, aber... Dieses spezielle Kind scheint wohl in den Brunnen gefallen zu sein. Warte nicht an Ort und Stelle, das ist richtig. Interessante Ausdrucksweise. Nun dann.
Ja, so könnt ihr euren Weg mit einem lahmenden, halbblinden Pferd wieder zurück antreten. Und habt dann euren eigenen, ganz eigenen Eindruck des toprischen Viertels gemacht. Viel Brutalität, wie euch dann auch auffällt. Das ein oder andere Mal habt ihr auch kurz das Gefühl, als ob in einer der Gassen eine Leiche liegen würde. Aber wenn ihr noch ein zweites Mal hinseht, wird das wohl doch nur irgendwie Dreck gewesen sein. Wenn ihr wieder zurückkommt, trefft ihr dann auch ungefähr gegen frühen Abend bei der Witwe Putz ein. Und auch Ömer ist nach seiner langen Einkaufstour gemeinsam mit Rafim wieder dort. Ja, die Witwe Paske hat natürlich dann auch unten den Stall aber mir zur Verfügung gestellt. Ein halb kaputter Wagen steht da auch noch drinne mit ein paar alten Fellen. Aber ja, Platz genug für dein Pferd wäre noch. Dann würde ich dann das Pferd absatteln, wahrscheinlich so ein bisschen abreiben, obwohl ich davon wahrscheinlich keine Ahnung habe. Aber mich so etwas kümmern um dieses offensichtlich malträtierte Tier. Und dann ihm einen Ballen Stroh packen, keine Ahnung. Aber mir schaut mal mit dem Strich. Immer mit dem Strich. So, genau. Danke. Habt ihr sonst noch Ratschläge? Brauchen diese Tiere besonderes Futter? Mohrrüben, Äpfel. Ich schau mal, was ist das eigentlich für eine Rasse? Ja, wahrscheinlich keine reine Mischung. Da ist irgendwas drin. Vielleicht war da mal ein Almadaner drin, also irgendwie ein Jackeltaler oder so, aber das ist schon lange her. Also ist eine 0815 Mischung. Ja, es ist eine. Schaut mal, der sieht nicht so kräftig aus. Wenn ihr ihn nur im Stall stehen habt, könnt ihr ihn wahrscheinlich nur euren Stroh füttern. Gut. Aber wenn er ein bisschen kräftiger werden soll, müsst ihr ihm wohl ein bisschen Hafer untermischen. Frau Prutz, habt ihr zufällig einen Sack Hafer da? Hafer? Ich spiele keine Hafer. Hafer. Hafer? Hafer. Aber was mache ich denn damit? Nun, für ein Pferd. Für das Müsli? Nein, ich verstehe schon. Gut, Frau Prutz, ich werde etwas Hafer besorgen. Ja, Lan, wo bekomme ich Hafer her? Auf dem Markt. Oh, nicht bitte wieder zurück ins Tobria-Viertel. Wenn ihr wenig mehr zahlen wollt, bekommt ihr auch sicherlich welchen hier in der Innenstadt. Ah, gut. Ihr wohnt auch hier, müsst euch besser auskennen als wir. Ja, immer, wie gesagt, wenn du magst, dann bist du auch schon von deinen Einkäufen wieder da. Na? Hattet ihr auch so viel Spaß wie ich? Ich hab 200 Dukaten am Kopf gehauen. Zwinkert immer euch zu. Für was denn das? Hast du Zaubertränke gekauft oder was? Ah, hier da. Ich muss das Geld auch am Kopf haben, bevor wir jetzt hier in die Schlacht ziehen, vielleicht nicht wiederkommen. Nun. Hoffentlich nicht für feinere Kleidung. Nein, natürlich nicht. Und seid gewiss, ich habe auch nicht den Preistempel gespendet. Warum sollte mir das Gewissheit über irgendetwas verschaffen? Gut. Und warum habt ihr nicht den Brass-Tempel gespendet? Naja, dann doch lieber irgendwo im Fex-Tempel, ne, und so. Sei es wie sei, es ist sein Geld. Das ist richtig. Wir haben wohl alle unsere Götter. Sagt einmal, Kiaras, was wisst ihr denn über diesen Boronwein? Ich hab den erst einmal in meinem Leben gesehen. Oh, Boronwein ist extrem teuer. Wird aus Jakriswurzel raffiniert und... Oh, man darf sich damit nicht erwischen lassen. Weil er verboten ist. Jetzt zumindest nicht. Es ist eine... Wenn man danach süchtig wird, ist es eigentlich ziemlich hoffnungslos, davon jemals wieder loszukommen. Denn sobald man es nicht mehr trinkt... stirbt man. Tatsächlich? Oh, dann habe ich dem armen Mädchen jetzt was ganz Schlimmes erzählt. Ihr habt dem Kind doch nicht gesagt, es darf den Wein nicht mehr trinken, oder? Ja, doch. Es wird wahrscheinlich gar nicht aufhören können, ohne... Es wird wahrscheinlich gar nicht aus eigenen Kräften aufhören können. Ja, mit Suchterkrankungen habe ich überhaupt keine Erfahrung, außer halt, naja, Alkohol. Und für eine solche Flasche wie sie hatte, würde man in Al-Anfa sicherlich an die 50 bis 100 Dukaten bekommen.
Sie erwähnte irgendwie, dass, weil sie Torierin ist, dass sie es für einen billigeren Preis bekommt. Vielleicht ist das auch kein reines Gemisch, sondern irgendwas ganz Schlimmes noch dabei gemischt. Das mag sein, wobei das sicherlich nicht die Wirkung in irgendeiner Hinsicht besser macht. Vielleicht sind nur ein paar Tropfen Bohrenwein drin, der Rest ist wirklich irgendwas anderes dazu gepanscht. Dennoch, wie ihr es beschrieben habt, ist sie zweifelsohne süchtig und das ist eine Sucht, von der man ohne exzessive Hilfe, ohne viel Heilung nie wieder loskommt. An wen müsste man sich denn wenden, wenn man so eine Behandlung wünscht? Kann das der Perine-Tempel übernehmen? Der Boron-Tempel? Der Perine-Tempel wird es können. Ich denke, auch der Travia-Tempel und vor allem der Raya-Tempel beschäftigt sich sehr viel mit dem Heilen von Sucht aus Rausch. Die Tür von eurer Studierschube wird mal wieder aufgemacht. Wilfried Prutz kommt hinein mit einem großen, dampfenden Apfelkuchen, den sie dann in die Mitte stellt, hat schon mal geschnitten und präsentiert dann jeweils euch ein großes Stück auf einem Teller Apfelkuchen. Vielen Dank, Frau Prutz. Vielen Dank. Habt ihr schon gehört? Ich habe gehört, Rohaya, die Königin Rohaya soll schwanger sein. Sie wird Zwillinge zur Welt bringen, habe ich gehört. Nein. Doch. Die Spatzen ist von den Dächern. Alle in Garret sagen das. Die neuesten Gerüchte. Aber ich will euch Kinder gar nicht stören. Ach so, ich glaube, ein Freund von dir war hier, Abelmir. Er sagte, er heißt Hagrobald und er wollte dich treffen. Ich musste ihn wieder wegschicken. Er sagte, er sei Prinz oder sowas. Hagrobald. Nein. Hasrabal, nein. Dann wie hieß Yasafa vielleicht? Nein, das ist zu weit entfernt. Wen kennst du denn, der so heißt? Wie sah er denn aus, Frau Prutz? Das war ein stattlicher junger Mann. Er groß und bullig, ein vollbärtiger Rittersmann. Er hat die ganze Zeit gelächelt. Und er sagte, er ist ein Freund von dir und er will mit dir reden. Hast du dich mit Rittern angefreundet, während ich nicht da war? Nicht, dass ich wüsste. Der Name sagt mir im Moment gar nichts. Nun, das mag sein, aber wir werden sehen. Er wird ja bestimmt nochmal auftauchen. Ihr dürft gerne einmal alle Etikette würfeln. Sie ist erschwert um 5 Punkte, es sei denn, ihr kommt aus der Richtung großer Fluss. Kommt ihr alle nicht. Für Abel mir vielleicht nur erschwert um 3. Geschafft. Immer keine Ahnung. Das war bestimmt Sultan Hasrabal. Ich glaube, wir kommen, dass irgendein Sultan sich hier rumtreibt, oder? Sultan Hasrabal von Gorien oder so heißt der, glaube ich. Ja, der ist das bestimmt. Hagrobald Gundwin vom Großen Fluss. Der reiche Kronprinz der Nordmarken und der Enkel von Herzog Jarst Gorsa. Hagrobald vielleicht? Frau Prutz, kann das sein? Das sagte ich doch. Hier, Stück Apfelkuchen, ohne Rosinen. Danke sehr, Abelmir. Ich kenne diesen Mann nicht, tut mir was leid. Was möchte der Prinz vom Großen Fluss wohl von dir? Oh, ich der Apfelkuchen ist wirklich gut. Aber es ist mir eine Ehre, ihn natürlich kennenzulernen. Ihr kennt euch doch aus in dieser Stadt, nicht wahr, Jalan? Ein wenig. Wo könnt ihr abgestiegen sein? Ach, bestimmt im Seelander. Da sollten wir nachfragen. Natürlich. Also sehen wir ihn auch auf dem Turnier. Immerhin beginnt das bald. Vielleicht möchte er im Vorfeld des Turnieres irgendetwas besprechen. Vielleicht braucht er ein Pferd, aber ja. Nein, dieses Pferd gebe ich nicht wieder her. Vermutlich besser.